Ich glaube, dass Adoptivkinder prinzipiell immer eine Verbindung zum Land haben. Das ist schon mal das eine, dass du immer mit dem Land in Verbindung bist und dass du auch, egal was da passiert ist und egal wie alt du da warst, dass du immer spürst, wenn was falsch gelaufen ist, weil es zu dir gehört. Es ist ein Teil von dir, das kannst du nicht wegschneiden. Und deshalb glaube ich, dass ich irgendwo, auch weil ich meine, ich war ja klein, aber ich habe ja trotzdem irgendwas mitbekommen. Gut, man erinnert sich nicht dran, aber die Seele, die speichert es. München. Anisha, 19 Jahre alt, ist hier aufgewachsen, adoptiert von deutschen Eltern. Ihre indische Familie hat sie nie gesehen. 7000 Kilometer trennen sie von Indien. Jedes Mal, wenn ich was gesehen habe, was im Fernsehen über Indien war, musste ich sofort anfangen zu weinen. Und wenn es nur eine Werbung war, wirklich, ich habe sofort eine Träne in den Augen gehabt. Einfach nur, weil mich dieser, deshalb mich, ich hatte so eine Verbundenheit gespürt. Und da habe ich dann gespürt, ich muss da irgendwie hin. Ich glaube, ich bin jetzt von der Reife her und einfach von meiner ganzen Entwicklung so weit, dass ich das sagen kann, jetzt kann ich es machen. Seit sie bei den Adoptiveltern ausgezogen ist, ist ihre Sehnsucht größer als ihre Angst. Über die Weihnachtsferien will die Abiturientin nach Hyderabad in Südindien fliegen. Nur Simone, die beste Freundin, wird Anisha begleiten. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe halt, dass ich ihr die Unterstützung geben kann, die sie braucht. Also davor habe ich eigentlich am meisten Angst, weil es für mich ja auch was ganz Neues ist. Und natürlich denke ich, dass ich die Anisha sehr gut kenne, aber das ist eine Ausnahmesituation und wie sie da reagiert, weiß ja ich auch nicht. Also ich glaube, dass es hier wahnsinnig viel Kraft und Stärke gibt und so ein großes Fragezeichen vielleicht einfach mal ja, eine Antwort darauf geben könnte. Gemacht und das, wenn du das so siehst, denkst du dir erstmal, um Gottes Willen. Hoffentlich. Fragezeichen sieht Anisha überall in ihrer Geschichte. Ja. Wer ist ihre Mutter? Hat sie Anisha einfach weggegeben, weil sie sich kein Kind leisten konnte? Das haben die Adoptiveltern ihr erzählt. Warum hast du die verloren? Weiß ich nicht. Glauben konnte Anisha das nie. Meine Adoptiveltern haben mir erzählt, dass ich adoptiert bin aus einem Krankenhaus, wo es auch andere Kinder gab, die von ihren Eltern verlassen wurden oder sich weggeschmissen wurden, wurde auch gesagt. Ich bin mir absolut bewusst, dass sie das wirklich gemacht haben, weil sie einen Kinderwunsch hatten und weil sie irgendwo auch was Gutes tun wollten. Aber da ich weiß, dass meine Eltern, beide meine Eltern wussten, dass es eine leibliche Mutter gab und da ihnen auch von der Krankenschwester, während sie dort waren in Indien, immer wieder gesagt wurde, gehen Sie nicht raus, wenn Sie die Mutter sehen, dann geben Sie auf Abstand. Da dachte ich mir, als ich das erfahren habe, habe ich mir gedacht, dass man da nicht drüber nachdenkt. Dass man sich nicht denkt, warum soll ich auf Abstand gehen? Warum ist das so? Kann doch irgendwas nicht stimmen daran. Aber das ist ja das echt sieht furchtbar aus. Anisha hat viel über das Warum nachgedacht und nach ihrer leiblichen Mutter gesucht. Heimlich, ohne Wissen der Adoptiveltern. Jetzt will sie endlich ihrer Mutter begegnen. In mir drin wühlt es schon ein bisschen. Ja, ich glaube, ich bin am aufgeregtesten, wenn wir wirklich im Flieger dann sitzen, weil dann fliegen wir hin und das ist halt einfach noch was ganz anderes. Oh Gott. Alles in Ordnung. Alles klar. Tschüss. Ich bin ausgestiegen aus dem Flugzeug und habe die Luft wahrgenommen. Diese Luftfeuchtigkeit, die Luft klebt dir an der Haut. Du schwitzt wie verrückt. Auch die Gerüche. Ich hatte das Gefühl, dass die Gerüche, dass ich die schon kenne. Dass ich die von früher schon kenne. Und es hat sich schon wie Heimat angefühlt. Aber irgendwie auch gar nicht. Also so eine Mischung aus beidem. Oh, ich traue mich da nicht allein drüber zu gehen.
Anishas erste Anlaufstelle in Hyderabad. Eine Frau, die sich für die Rechte der Armen in Indien einsetzt. Die Menschenrechtlerin Geeta Ramaswamy. Vor 5 Jahren hatte Anisha sie gebeten, nach ihren Eltern zu suchen. Sie wusste nur den Namen ihrer Mutter. Fatima, ein muslimischer Name. Anisha fragte mich, kannst du bitte suchen? Ich dachte mir, oh je. Aber da ich einem Kind etwas versprochen hatte, konnte ich mein Wort nicht brechen. Ich ging zu den muslimischen Stadtvierteln und wir hängten das Foto von Anisha an Moscheen auf. Die Geistlichen wollten helfen, jeder wollte helfen. Dann veröffentlichten wir eine Geschichte in einer von Muslimen viel gelesenen Zeitung. Um 6 Uhr morgens war die Zeitung raus und um 12 Uhr war Fatima, Anishas Mutter, in der Zeitungsredaktion. Wann war das? Indische Nachrichtensender haben dann vom Schicksal der Mutter berichtet. Im 3. Monat schwanger hatte Fatima ihren Mann verlassen, weil er sie misshandelt hatte. Im Krankenhaus habe Schwester Teresa, die Leiterin des Krankenhauses, die junge Mutter erpresst. Weil Fatima das Geld für die Entbindung nicht zahlen konnte, habe die Schwester ihr das Baby nicht zurückgegeben. Fatima ging 3-mal zu dieser Schwester Teresa und fragte nach Anisha. Die Nonne drohte ihr mit der Polizei. Und wenn die Polizei eingeschaltet wird, dann bekommt man es als Armer in Indien mit der Angst zu tun, weil die Polizei dich schlagen und einsperren kann. Arme Menschen in Indien haben keine Bürgerrechte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt und dass man überhaupt so dermaßen radikal davor gehen kann und den Müttern da die Babys im Grunde so einfach klaut. Das habe ich nicht gewusst und das hat mich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwester Teresa denkt, dass alle Inder schlecht sind. Dass arme Inder wie Anishas Mutter keine Kinder haben sollten, das denkt sie wirklich. Aber wie kann sie denken, dass das gut ist? Es ist doch schlecht, Kinder von ihren Müttern zu trennen. Aber sie ist keine Mutter. Sie denkt, arme Menschen seien so etwas wie Tiere. Sie denkt nicht an die Mütter? Nein, für sie sind die Armen keine Menschen. Sie sind wie Hunde oder Katzen. Geeta bereitet Anisha auf die Begegnung mit ihrer Mutter vor. Also, wenn du da jetzt hingehst, werden alle auf dich einstürmen. Das ist so in Indien. Für sie bist du eine Blutsverwandte. Es ist egal, dass sie dich noch nie gesehen haben. Du bist einfach ein Teil von ihnen. Macht dich das traurig? In Deutschland habe ich kein Zuhause, seit ich ausgezogen bin. Ich habe keinen Ort, wo ich ausatmen kann. Es ist so gut, das zu hören. Ja, wir kommen gleich. Wir sind auf dem Weg. Nein, wir haben schon gegessen. Also esst ruhig. Wieder ein Anruf von Anishas Mutter. Jeden Tag ruft sie Geeta an. Jeden Tag in der Hoffnung, von Anisha zu hören. Anisha ist aufgeregt. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Wo lebt ihre Mutter? Wie ist die Familie? Und da gibt es noch etwas, was sie wissen möchte, was sie traurig macht. Warum sie keine Geschwister hat. Weißt du, als ich deine Mutter traf, litt sie an starken Blutungen. Ich brachte sie zu meinem Arzt. Und nach der Untersuchung kam heraus, dass sie irgendwann sterilisiert worden war. Die Einzige, die das hätte machen können, war Schwester Teresa bei der Entbindung. Das ist so verrückt von ihr. Ja.
Fatima hat die vergangene Nacht nicht geschlafen und nichts gegessen. Sie kann ihren Augen kaum trauen. Oh Gott, das sind so viele Menschen. Mona, bist du? Ja. Oh Gott, das sind so viele Menschen. Voll überfordert gerade. Das ist Anisha. Das ist Fatima. Gebt euch die Hand. Die Hand. Schau ihr ins Gesicht. Umarm sie doch. Ja. Schau sie an. Schau ihr ins Gesicht. Ist so klein. Na? Schau. Sind das deine Hände? Dein Gesicht? Ist das deine Tochter? Wirklich deine Tochter? Ja, ich sehe es an ihrem Gesicht. Oh mein Gott, das sind so viele Menschen. Ich bin voll überfordert gerade. Das ist ein Gebäude, genau. Ja? Großer Empfang für Anisha. Alle Hindus und Muslime im armen Viertel wollen teilhaben an der wundersamen Rückkehr der verlorenen Tochter. Manche in der Menge haben die Briefe Fatimas an Anisha ins Englische übersetzt und zur Post gebracht. Anisha ist jedermanns Tochter geworden. Besitzergreifung. Mama Fatima wundert sich über die ins Gesicht hängenden Strähnen. Die Tradition verlangt, die Haare zusammenzubinden, damit sie Anisha endlich ins Gesicht schauen kann. Mit 20 habe sie die gleichen schönen, dicken Haare gehabt, sagt sie. So was gibt's doch nur im Kino, raunen sie rundherum. Ich schaue sie die ganze Zeit an. Ja. Für Fatima ist alles zu viel. Zu lange hat sie für die Rückkehr der Tochter gebetet. Die Gefühle haben sie übermannt. Sie kann sie nicht in Worte oder in Blicke fassen. Alle Frauen hier schimpfen über Fatima. All die Jahre habe sie geweint, sagen sie. Und jetzt traue sie sich nicht einmal, ihre Tochter richtig anzuschauen. Also Fatima wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, man könnte jetzt mit einem Traktor über sie drüber fahren. Sie würde es nicht merken. Anishas helle Haut und ihre Größe sorgen für Verwunderung. Viel heller. Sie ist so groß. Sie sagt, du bist wie die Mutter und sie ist die Tochter. Es war so emotional, dass ich die Emotionen gar nicht fassen konnte. Und deshalb war das so, ja, das so irreal irgendwie. Ich habe irgendwie alles einfach aufgesaugt und drin gelassen. Bin so von diesen Emotionen vollgestopft, richtig, mit den ganzen Emotionen, dass ich irgendwie gar nicht sie einzeln wirklich zuordnen kann auch. Anisha will ihrer Mutter zeigen, wie sie lebt, wo sie als Kind spielte und wie München aussieht. Englischer Garten, Isar, Oktoberfest. Nee, das wollte ich nicht sagen. 19 Jahre gilt es aufzuholen. Das ist Schal. Im Schönheitssalon von Shamin Begum herrscht Hochbetrieb. Die wundersame Verwandlung des Mädchens aus Deutschland geht weiter. Mutter, Großtante und Großcousinen wollen aus Anisha eine Inderin machen. Und mittendrin ruft Nanny, die Großmutter, an. Sie will ihre Enkelin sprechen. Nein, sie will sie sehen. Bald. Ich habe noch nie Make-up in meinem Gesicht. Ich kenne das gar nicht. Ich finde, sie sieht aus wie eine indische Prinzessin jetzt. Ich finde es total schön. Jeder ist stolz auf die Prinzessin.
Das Juwel der Familie, rufen sie. Fast schon eine Braut. Mit dem Sari hat Anisha das richtige Kleid gefunden für den Besuch bei Großmutter und bei Urgroßmutter. Ich hab frei gemacht. Ein schönes Dabei. In der Nacht erst kommen sie an. An der Hand von Onkel und Cousine geht Anisha durch die engen Gassen der Slums von Hyderabad. Das Viertel ist ein Labyrinth. Dunkel, voll enger, winziger Behausung. In nur einem Tag hat Anisha 2 Dutzend neue Verwandte kennengelernt. Hier lebt Faisan Bi, die 100-jährige Urgroßmutter Anishas. Nani. Nani, hallo. Hallo. Hier, das ist deine Großtante. Sieh her. Jetzt kann ich's glauben. Ihr Alter. Vorher dachte ich, das kann nicht stimmen. Jetzt glaube ich die 100 Jahre. Großmutter Yusuf B. ist überwältigt. Sie sieht in Anisha sich selbst in jungen Jahren. Setz sie einfach hin. Sag ihr, sie soll ihre Ausbildung fertig machen und auf eigenen Füßen stehen. Und dann kann sie immer noch hierher kommen. Wir sind immer für sie da. Sie kann kommen und gehen, wie sie möchte. Wenn du dich dort nicht wohlfühlst, komm hier hin, du kannst hier jederzeit hinkommen. If you could, yeah, Mama. I didn't get it. You know, she should be happy. Allein schon, wie herzlich jetzt meine Familie mich empfangen hat. Ich meine, gut, das ist zwar meine Familie, aber im Grunde kennen sie mich gar nicht. Sie haben gar nichts mit mir zu tun. Und das ist einfach so, aus dem Ganzen ist ein Stück weggerissen worden. Das gehört da eigentlich hin. Und deshalb nehmen sie es sofort wieder auf. Ich habe gespürt, ich gehöre sofort dazu. Anisha Superstar. Fernsehen und Zeitungen haben das Hotel der deutschen Inderin ausfindig gemacht. Die Tochter einer Muslimin, adoptiert von deutschen Katholiken, aufgewachsen in Deutschland und nun zurück in Indien. Ein Märchen wie aus Bollywood, sagen sie. And to stay here and to visit my country, but not to live here. Eine rührende Geschichte für die Medien. Familienpicknick in einem bewachten Park. Keine lästigen Reporter, keine engen Zimmer mehr. Endlich hat jeder genug Platz und Ruhe, Anisha zu bewundern. Oma, Cousinen, Großtanten, Großcousinen und Anishas Onkel wollen die junge Frau mustern, ausfragen, verwöhnen. Wir werden sie nie zwingen, zurückzukommen. Wann immer sie uns sehen möchte, werde ich glücklich sein. Sie kann immer zu uns kommen. Und wir werden ihr dieselbe Liebe und Zuneigung und Unterstützung geben. Fatima lässt die Vergangenheit nicht los. Sie denkt an die Tage zurück, als ihr Mann sie schlug und sie alleine das Kind gebären musste. Die Tage, als ihre Tochter verschwand. Ständig fragte ich mich, warum wurde mein Baby weggegeben? Sie sollte doch bei mir sein. Wann bringen Sie sie zurück? Erinnert sie sich an mich? Schwester Teresa hat meine Tochter verkauft. Morgen wird sie vielleicht ein anderes Kind verkaufen. Ich möchte vor Gericht ziehen und sie verklagen, damit niemand so leidet, wie ich gelitten habe. Einen Tag später. Die Frau, die nie Mutter sein durfte, will der ganzen Welt sagen, was damals passiert ist.
Zusammen mit einer Sozialarbeiterin traut sich Fatima, noch einmal das St. Teresa Krankenhaus zu besuchen, wo sie ihre Tochter auf die Welt brachte. Im angeschlossenen Tender Loving Care Home, dem Heim der zärtlich liebenden Fürsorge, wurde Anisha zur Adoption freigegeben, so wie hunderte anderer Kinder auch. Schwester Teresa weiß über Anishas Rückkehr Bescheid. Seitdem die Schwester wegen falscher Papiere zu 6 Monaten Haft verurteilt wurde, darf sie keine Kinder vermitteln. Ins Gefängnis kam sie nie. Sie legt der Berufung ein. Wir sind vom deutschen Fernsehen und wir haben eine ihrer Adoptierten nach Indien begleitet, Anisha, um ihre leibliche Mutter zu treffen. Nun, das ist idiotisch. Idiotisch. Schauen Sie sich diese glücklichen Kinder an. Alle in ganz tollen Familien, zufrieden. Und sie nennen mich zweite Mama. Nur diese Anisha, sie ist so dickköpfig. Also wenn ich eine Mutter wäre, ich würde so ein ungehorsames Kind maßregeln. Verlegen und unsicher betritt Fatima das Büro der Schwester. Du sagst, ich hätte Geld von dir gewollt für die Entbindung? Ja, das haben sie. Sie haben mein Baby weggenommen, weil ich die 10.000 Rupien für die Entbindung nicht zahlen konnte. Ist das nicht grausam? Red nicht so einen Quatsch. Nein, nein. Wir haben ihr gratis den Kaiserschnitt gemacht. Angriff auf Fatima. Die herbeigerufenen Hebammen und die Schwester werfen ihr vor, eine unverheiratete Mutter gewesen zu sein. Sie habe das Baby schnell loswerden wollen. Nein, das stimmt nicht. Mein Mann hat mich geschlagen. Ich war damals geschieden. Nimmt man deshalb einer Mutter auch noch das Kind weg? Nach so vielen Jahren, sagt sie, da war ein Mann. Wo ist der denn? Where is your husband? Der Schwester ging es doch nur um Geld, nicht um mein Kind. Sie soll hunderttausende Rupien für eine Adoption verlangt haben. Ja, hunderttausende Rupien. Wenn du weiter so falsche Dinge behauptest, rufe ich die Polizei und du kommst ins Gefängnis. Sie können machen, was sie wollen. Wenn ich etwas Falsches gemacht hätte, würde ich Angst haben. Aber ich habe nichts Falsches gemacht. Ich werde weiter sagen, dass sie damit Geld gemacht haben. Die Anschuldigungen lassen die Nonne kalt. Sie wird bald wieder Kinder nach Deutschland, Spanien, Holland schicken. Ohne Lizenz, aber mit Sondergenehmigung. Anisha ist in der Stadt geblieben. Nur schöne Eindrücke will sie von dieser Reise mitnehmen. Schwester Teresa wollte sie nicht begegnen. Ich bin froh, dass ich auch nicht dabei war, weil ich wäre wahrscheinlich ausgerastet oder ich hätte bestimmt rumgeschrien. Vor allem, wenn ich gehört habe, dass sie gesagt hat, sei zufrieden, frag nicht nach. Dieses, ich will dir keine Informationen geben, halt deinen Mund, sei still, sei zufrieden. Und das macht mich wütend, weil ich mir dann denke, sie denkt nicht nach. Sie denkt, sie macht einfach, was sie will. Sie nimmt das Recht heraus, um andere Leute zu entscheiden. Sie sagt, ja, ich greife in das Leben von Leuten rein, nehme ihnen einfach das Kind weg. Und dann ist es okay, weil ich habe ja das Richtige gemacht. Ich finde es wichtig, dass viele Leute einfach wissen, dass Ungerechtigkeit passiert ist. Es wird immer so dargestellt, Adoption ist so was Schönes, die Leute wollen was Gutes tun. Es ist so toll, die deutschen oder was weiß ich, holländischen oder amerikanischen Eltern wollen nur das Beste für die Kinder und wollen sie retten. Und immer dieser Rettungsdrang, das ist so ihre Mission, die sie erfüllen müssen. Aber man vergisst das total, das, was eigentlich der Hintergrund, was eigentlich in dem Land selber passiert, was da passiert ist damals, als das Kind weggenommen wurde. Der letzte Tag. Anisha beginnt erst anzukommen und muss sich schon wieder verabschieden. In Ilamabanda wartet ihre Mutter auf sie. Ich traue mich immer nicht, da drauf zu steigen.
Kannst du ihr sagen, dass ich meine Haare extra wegen ihr zusammengebunden habe? Weil sie sagt ja immer, sie kann mein Gesicht nicht sehen. Das gefällt mir sehr. Sie hat ja immer eine Strähne im Gesicht. Jetzt sieht sie aus wie meine Schwester. Das ist also meine Oma und das ist meine Mama. Wunderschön. Das Foto soll Anisha mitnehmen. Ein paar Worte in ihrer Sprache hat Fatima auf die Rückseite geschrieben. Und das Allerwichtigste, ihre Adresse und Telefonnummer. Mit einer Tasche voller Geschenke verlässt Anisha das Viertel. Noch nie hat sie sich den Menschen so nah, dem Land so zugehörig gefühlt. Okay. Mit ihrer Mutter besucht sie Onkel Kalim Bey. Anisha ist hin und her gerissen. Sie will bleiben. Aber so leben wie ihre Familie kann sie nicht. Oder vielleicht doch? Soll sie nach dem Abitur zurück zu ihrer kleinen Cousine? Die Wärme der Familie genießen? What means Taslim? Ich habe gelernt, Indien ist ein Land voller Liebe. Es ist so herzlich. Die Menschen sind so. Ja, die sind einerseits total respektvoll, auch zueinander gegenseitig. Und ich meine, mich gefüttert wurde von allen Seiten und alle haben sich um mich gekümmert. Aber trotzdem, das machen sie nicht nur, weil ich jetzt hier bin, das machen sie auch gegenseitig. Oh, sie macht das voll toll. Sie macht das echt voll toll. Also der Abschied war echt schlimm. Ich war so fasziniert, dass mein Onkel geweint hat. Also das war für mich das Highlight überhaupt. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil er so eine gefestigte, standhafte Person ist. Und auf einmal fängt er an zu weinen. Es war so ergreifend, dieser Moment. Für Mama Fatima gibt es kein Happy End. Sie bleibt allein, tröstet sich mit Briefen und mit Anrufen. Anisha verspricht, sie im Herzen zu behalten. Die bleiben auch da. Die will ich gehen. Ich habe als Kind sehr viele Bilder immer gemalt. Meine leiblichen Eltern habe ich gemalt, aber ich habe nie die Gesichter gemalt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Und irgendwie wollte ich es mir auch nicht vorstellen, weil ich wollte das irgendwann real sehen. Ich wollte diesen Kopf, der da irgendwie leer war, wollte ich selber füllen mit der richtigen Erinnerung, mit dem richtigen, mit dem echten Bild. Und da haben mich zum ersten Mal die Emotionen so wahnsinnig übermannt. Für die Polen ist sie die Königin der Flüsse, die Weichsel. Zwischen Quelle und Mündung liegen 1047 Kilometer quer durch Polen. Und viele Geschichten. Von Überfliegern, Naturfreunden und Nachtaktiven. Willkommen auf der Weichsel. WDR weltweit. Nächsten Dienstag, 22 Uhr. Kai wartet am Flughafen auf Rosa. Er hat sich im Kuba-Urlaub in sie verliebt. Eine Beziehung ohne lange Probezeit. Für ein Visum heiraten sie schon nach 3 Monaten. Kais Freunde sind skeptisch. Dass du sie liebst, ist ja klar. Aber ob sie dich liebt oder nur wegen der Kohle, sowas habe ich auch schon mal gehört. Jetzt hat sich ihr Glück verdoppelt. Buenos Dias, Zwillinge. Menschen hautnah, Donnerstag, 22:30 Uhr.
WDR. Das Gedächtnis einer ganzen Region in Schutt und Asche. Und täglich kommen neue Skandale ans Licht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer ganz besonderen Westart-Sendung. Wir haben das Fernsehstudio gegen diesen Ort hier getauscht, um an etwas zu erinnern. Nämlich daran, dass vor noch einem Jahr hier ein großes, scheinbar massives Gebäude gestanden hat. Das Kölner Stadtarchiv. Der Einsturz. Ein Skandal, der die Stadt Köln seit einem Jahr nicht zur Ruhe kommen lässt. Pfusch, Missmanagement und systematischer Betrug sind verantwortlich für den Tod zweier Menschen und die Zerstörung von Dokumenten. Erinnerungen aus über 1000 Jahren in Trümmern. Der Schock sitzt bei den Kölnern tief. Doch von den Stadtoberen will bis heute keiner die Verantwortung übernehmen. Wenn also hier ein ganzes Haus in sich wie ein Kartenhaus zusammenbricht, dann frage ich mich, wie das möglich ist. Und wenn es jetzt aber nun eine Sache ist, die, sagen wir mal, wie eine Naturgewalt von unten gespült ist, so wie mir bisher berichtet ist, scheint das ja der Fall zu sein, wird es ja vielleicht gar nicht unbedingt jemand sein, der das direkt verursacht hat. Das Kölner Stadtarchiv galt als größtes kommunales Archiv nördlich der Alpen. Umfangreiche Dokumente aus dem frühen Mittelalter bis zur Gegenwart waren hier gelagert. Das Gedächtnis der Stadt. Kölns erste demokratische Verfassung, Schriften von Albertus Magnus oder die Nachlässe von Gelehrten, Künstlern und Politikern. Vieles wurde in Tausende von Schnipseln zerrissen, die sogenannten Kölnflocken. Ein unermesslicher Schatz ist verloren gegangen. 11.000 Tonnen Schutt begraben die Archivgüter. Erst als der zweite Vermisste geborgen wird, kann sich die Feuerwehr um die Sicherung des Archivguts kümmern. Spontan melden sich freiwillige Helfer aus allen Teilen der Republik. Exil-Kölner opfern sogar ihren Jahresurlaub, um die Archivgüter ihrer geliebten Heimat zu retten. Mai 2006. Die Stadt feiert den Start eines neuen Streckenabschnitts, der U-Bahn. 8 Minuten schneller sollen die Kölner von der Nordstadt in die Südstadt kommen. Der U-Bahn-Bau, ein Prestigeprojekt. 500 Millionen Euro ist er der Stadt wert. Doch die Probleme beim Durchtrieb durch die Altstadt werden unterschätzt. Die Kosten explodieren auf mehr als 1 Milliarde Euro. Schon bald gibt es bei den Bauarbeiten Pannen. In direkter Nachbarschaft des Stadtarchivs knickt ein Kirchturm ein. Infolge der U-Bahn-Bauarbeiten droht die Decke der romanischen Kirche St. Maria im Kapitol einzustürzen. Am Archivhaus kommt es zu Absackungen um 7 mm in 24 Stunden. Ein ernstes Warnsignal. Gutachter fordern Ergänzungsgutachten angesichts der dramatischen Risse, die sich im Archivgebäude bilden. Doch sie werden nicht gehört. Nach dem Einsturz des Stadtarchivs läuft die Schlacht der Schuldzuweisungen auf Hochtouren. Die Kölner Verkehrsbetriebe weisen als hundertprozentige Tochter der Stadt alle Verantwortung von sich. Die entscheidende Frage ist, wenn es so ist, wer hat das entsprechend der unteren Wasserschutzbehörde darzustellen? Und das ist die Arbeitsgemeinschaft und nicht wir. Nicht wir. Die Kölner Verkehrsbetriebe schieben die Bauaufsicht den beauftragten Firmen zu. So kontrollieren die sich selbst. Mehr als 20 ungenehmigte Brunnen pumpen massiv Grundwasser ab. Die Wassermassen werden aus den Baugruben in den Rhein geleitet. An manchen Tagen 4-mal so viel, wie zulässig ist. Und das destabilisiert das Erdreich. Warnungen werden unter den Teppich gekehrt. Das ist nicht alles. Jetzt kommt heraus, dass an viel mehr Stellen gepfuscht wurde. Eisenbügel wurden illegal an Schrotthändler verkauft, Messprotokolle gefälscht und in den Schlitzwänden treten immer wieder Lecks auf, die verschwiegen werden. Die vorgeschriebenen Kontrollen vor Ort finden nicht statt. Die Staatsanwaltschaft lässt sich Zeit. Unterlagen von KVB und den Baufirmen werden erst einen Monat nach der Katastrophe beschlagnahmt. Belastendes Material kann in dieser Zeit
verschwinden. Konsequent wird versucht, wichtige Informationen der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Doch heute ist klar, Pfusch und Betrug am U-Bahn-Bau haben zum Einsturz geführt. Im Frühjahr wird es neue Grabungen geben, um die endgültige Ursache herauszufinden. Was aber sicher ist, in dem Loch befinden sich noch 10% des Archivgutes. Wir beschäftigen uns heute nicht nur mit den Kölner Archivalien, sondern ganz allgemein mit der Kultur des Erinnerns. Und wir schauen, wie es den Betroffenen des Einsturzes geht. Hallo, Herr Wiezorek. Hallo. 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 Kommen Sie eigentlich oft noch hierher und schauen sich den Ort an, wo mal Ihr Haus stand? Ich wohne ja nicht weit weg davon jetzt und komme eigentlich schon oft noch hier in der Gegend vorbei. Es ist auch nach wie vor so, wenn man hier steht und diesen ganzen Schutthaufen sieht, dass man immer noch guckt, ob da noch irgendwas drin liegt, ob man noch was erkennen kann vielleicht. Irgendein Schrank oder irgendein Brett oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Das ist alles weggebaggert. Das ist ein komisches Gefühl, das so nackt zu sehen, diese Stelle. Wie war das denn nach dem Einsturz? Wie waren da so die Reaktionen, wenn Sie dann mal wieder aufgetaucht sind? Was mich gewundert hat, ist, dass wildfremde Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, offenbar ganz viel Geld gespendet haben und das dann verteilt wurde an uns. Und damit habe ich ja gar nie in meinem Leben gerechnet, dass ich mal Empfänger von solchen Spenden sein könnte. Und das war also, das hat mich echt umgehauen, dieses Engagement und die Unterstützung. Das war so eine große Welle der Solidarität, die man dann schon in den Tagen danach auch sehr gespürt hat überall. Ist diese neue Wohnung der alten ähnlich? Ja, schon so ein bisschen. Da habe ich, glaube ich, großes Glück gehabt. Ich hatte vorher eine große, schöne Wohnküche und das hat jetzt auch wieder geklappt. Ja. Wie geht es Ihnen denn heute, ein Jahr später, so im Vergleich zur ersten Zeit kurz danach? Also es ist nach wie vor so, dass ich eigentlich jeden Tag daran denke. Es beschäftigt mich schon noch jeden Tag, aber es belastet mich jetzt nicht mehr so. Ich habe diese ganzen Symptome, die damals in der ersten Zeit danach direkt aufgetreten sind, natürlich nicht mehr. Also die ersten Tage danach habe ich einfach die ganze Zeit irgendwelche Zitteranfälle gekriegt oder ich habe sehr schlecht geschlafen, davon geträumt. Wovon geträumt? Von dem Verlust oder von dem Einsturz? Nach Hause kommen, also da reinkommen zum Beispiel. Ich habe immer wieder geträumt, in diese Wohnung reinzukommen und alles so vorzufinden wie immer. So, und die Sonne scheint und so. Also solche Träume hat man dann viel. Ja. Ist jetzt ein Jahr vergangen, erst ein Jahr und ich sitze in einer Wohnung, die wieder halbwegs eingerichtet ist, in der ich mich wohlfühle. Ich kann wieder meiner Arbeit nachgehen. Das war ja in den ersten Tagen danach nicht selbstverständlich. Also ich habe eher gedacht, das war's. Also du wirst Jahre brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und da bin ich auch froh drüber, dass das doch schnell gegangen ist eigentlich. Und trotzdem ist der Gedanke da. Was schmerzt denn am meisten, wo Sie sich denken, verdammt, da habe ich jetzt überhaupt nichts mehr von? Ja, das sind in meinem Fall tatsächlich die Bücher. In den meisten Büchern ist mein Namensstempel drin. Insofern habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann noch mal auftaucht. Weil letzten Endes sind die Sachen ja irgendwo noch da. Aber kleckern jetzt tatsächlich manchmal noch Sachen? Ja. Also jetzt, was war so das Letzte? Das waren ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube Schlüssel und ein Küchenmesser. Ja, oder auch ein Taschenbuch zum Beispiel. Von 1000 Büchern ein Taschenbuch. Und dann, das haben Sie jetzt hier? Ja. Ja, hier zum Beispiel, das ist dann aus dem eingestürzten Haus mir dann nochmal wiedergegeben worden, das Buch. Aber das ist das Einzige? Ja, noch ein paar andere, aber die sehen teilweise noch schlimmer aus. Lieblingsbücher haben Sie also größtenteils nachgekauft. Wie sieht es mit den Briefen aus? Haben Sie die retten können? Nee, auch nicht. Also der Karton, wo dann eben so Briefe, persönliche Briefe, auch von meinem Großvater noch Briefe, der im letzten Jahr gestorben ist, da hatte ich jetzt noch ein paar persönliche Briefe von ihm. Die sind jetzt auch alle weg. Vor allen Dingen sind sie im Grunde nicht in dem Haus mit abgerissen worden, sondern vorher noch geborgen worden und erst danach verschwunden. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Dass wegsortiert worden sozusagen? Ja, irgendwo zum Archiv sortiert worden danach. Also der Karton ist mir nicht ausgehändigt worden, sondern er ist abtransportiert worden, wohin auch immer. Und seitdem suche ich den jetzt. Also das Radio hier ist ein schönes Beispiel dafür, was die Feuerwehr intelligenterweise rausgeholt hat, ohne dass ich das explizit aufgeschrieben hatte.